Hallo liebe Leute und herzlich willkommen in unserem heutigen Talk. Christian Strobl ist heute bei uns, der ehemalige Market Lead von N26, fast 5 Jahre dort dabei gewesen und jetzt zu einem spannenden Climatech gewechselt, nämlich zu Soli. Auch dafür soll er den österreichischen Markt entwickeln und Christian, bin gespannt, was du davor hast. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Danke dir, Jan, für die Einladung. Immer wieder gerne. Wir kennen uns natürlich schon einige Jahre, schon aus deiner Zeit, wo du gegründet hast, dann zu N26 gewechselt hast und dort den österreichischen Markt verantwortet hast, eine spannende Entwicklung. Glaube ich, seit März bist du nicht mehr in dieser Rolle und seit Mai in einer neuen Rolle bei Soli. Ganz genau. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich glaube, es waren vor allem zwei Themen. Einerseits, wie du schon richtig gesagt hast, das waren fast 5 Jahre jetzt bei N26, waren ja super spannende Jahre, wirklich auch gesehen, mitbekommen, wie man aus einem Fintech-Startup damals noch wirklich ein etabliertes Tech-Unternehmen baut. Aber ja, nach 5 Jahren hat es mich jetzt einfach wieder gereizt, ein bisschen was mehr Early Stage zu gehen, wieder was von Null aufzubauen, in dem Fall wirklich einen Markt von Null aufzubauen, ein Team von Null aufzubauen. Und das zweite große Thema war, ich habe mich speziell letztes Jahr sehr viel mit der Klimakrise beschäftigt und das hat in mir so ein bisschen einen inneren Wunschdrang ausgelöst, zumindest irgendwo einen kleinen Teil beizutragen. Und dann habe ich mir überlegt, mit meinem Background, wo kann ich irgendwie Impact haben? Und dann habe ich auch überlegt, selbst zu gründen tatsächlich im Climate Tech Bereich. War auch schon dabei tatsächlich. Und dann kam aber Soli auf mich zu und ich hatte einfach einen wirklich sehr guten Eindruck von der Firma, von den Gründern, vom Produkt. Und ja, habe dann für mich entschieden, dass da irgendwie mein Impact noch größer oder noch schneller da ist und habe mich dann entschieden, das zu machen. Vielleicht ein paar so persönliche Dinge, weil ich auch eine Serie gemacht habe jetzt in den letzten Monaten, das Leben nach dem Exit, und in der Serie die Gründerinnen und Gründer viel über so persönliche Beweggründe oder auch die Karriere gesprochen haben und da auch immer wieder das Thema war, ob man wieder gründen möchte oder eher vielleicht in einer Business Angel Rolle oder vielleicht in einer Corporate Rolle. Und da sind unterschiedliche, sage ich mal, Lebensphasen da. Nämlich nicht jeder will wieder von Null was aufbauen, sondern nicht jeder will sich das wirklich antun. Und für dich war klar, ich will wieder kleiner, ich will wieder sozusagen granularer werden. Ja, für mich war klar, ich will wieder kleiner werden. Es war nicht klar, wie klein. Also für mich waren schon beide Optionen offen irgendwie. Einerseits wirklich selbst zu gründen, komplett nochmal von Null zu starten oder in was sehr Early Stage zu gehen oder more Early Stage zumindest zu gehen und dort in einer, entweder C-Level-Rolle, wenn Early Stage, oder in einer Art Country-Manager-Rolle wieder was von Null aufzubauen. Das war für mich schon schon klar, das ist die Stoßrichtung und passt auch zu meiner aktuellen Lebensphase, würde ich sagen. Wenn es jetzt vielleicht andere Gründer gibt, die sich gerade überlegen, was sie tun möchten, wie hast du das für dich mal recherchiert, in welchem Bereich du tätig sein sollst? Hast du da Tipps? Ja, ich meine, in meinem Fall war mir wichtig, dass es Impact hat. Und ich habe dann für mich so ein bisschen eine Liste angelegt mit Themen. Eine Spalte war, wie viel Impact das hat, jetzt konkret zum Beispiel CO2-Reduktion. Und dann habe ich mir auch angeschaut, wie viel gibt es in dem Bereich schon. Und dann hast du halt gewisse Bereiche, wie, sage ich mal, jetzt Wärmepumpen etc., wo schon viele Player durchaus in Europa gibt. Und dann gab es aber auch Bereiche, die noch ein bisschen weniger tapped waren, ein bisschen noch untapped waren. Und die habe ich mir dann konkreter angeschaut. Also ich habe mir so ein bisschen vorgearbeitet, würde ich sagen. Genau. Cool. Du sagtest ja selber, warst fast schon davor, selber zu gründen. Und dann ist Soli gekommen und hat dich dann überzeugt. Was hat dich da überzeugt? Also wirklich einerseits die Philosophie vom Unternehmen. Es gibt seit 11 Jahren, hat 9 Jahre lang gebootstrapped und dann wirklich selbst entschieden, VC-Money aufzunehmen für die Expansionen. Aber so diese Philosophie, DNA ist noch sehr stark da, wirklich nachhaltig zu wachsen und wirklich das Unternehmen auf sehr gesunde und stabile Beine zu stellen. Und das andere war einfach diese Mission, also wirklich Solarenergie für alle zugänglich zu machen, so niederschwellig wie möglich, so einfach wie möglich. Und da war für mich irgendwie so dieser Impact einfach noch schneller dann da und noch klarer da. Und das hat mich einfach sehr überzeugt. Ist in einem Startup oder in einem Unternehmen, das 9 Jahre lang bootstrapped, genug Startup-Spirit da, um einen Gründer zu überzeugen vom Mindset her? Ja, das ist ganz spannend tatsächlich. Also dadurch, dass es gibt diese sehr starke, gesunde Basis für ein Unternehmen und dann gibt es aber einfach seit, also
konkret seit 2 Jahren wurden dann wirklich diese Marktexpansionen angegangen. Natürlich dadurch auch, sag ich mal, das Team auch gewissermaßen, ein globales Team auch gebaut, umgebaut. Also es sind jetzt wirklich auch viele Leute aus anderen Tech-Unternehmen, aus anderen Startups reinkommen, die auch diesen Drive haben, das Unternehmen, sag ich mal, auch auf die nächste Stufe zu bringen. Und die Gründer haben das ohnehin von Anfang an gehabt. Ja, die Gründer waren auch ein Grund, warum ich da reingegangen bin. Also die hatten damals während dem Studium irgendwie den Film von Al Gore geschaut, den Inconvenient Truth. Und das hat bei denen so diesen Inner Urge ausgelöst, was zu machen. Und da haben sie dann direkt nach dem Studium Soli gegründet. Immer schon mit der Vision, aber wirklich was Größeres zu werden, weiter zu bauen. Genau. Es sind für mich spannende Diskussionen. Wir haben jetzt 2 Stunden, bevor du zu uns gekommen bist, Eologic Spink hier gehabt mit dem Bestandsinvestor Emerald und mit Verbund Ventures X, Verbund X Ventures, anlässlich des Millioneninvestments. Und sie haben eine ähnliche Story. Sie waren auch eigentlich viele, viele Jahre bootgestrapped und haben sich dann irgendwann sozusagen vor der Entscheidung, organisch weiterwachsen oder wirklich Venture Capital aufnehmen und skalieren. Ja. Werden das die Trends sein, die man im Energiesektor sehen wird? Ich glaube schon tatsächlich. Also du hast natürlich unterschiedliche Möglichkeiten als Gründer, oft natürlich sehr, sehr früh schon VC-Money reinzuholen, wirklich sehr auf Wachstumskalierung direkt von Anfang an zu gehen. Den Weg, den Soli gegangen ist, wirklich mal ein gesundes Unternehmen zu bauen, das funktioniert, das gute Unit Economics hat und dann erst, sobald das alles steht, wirklich VC-Money oben drauf zu lernen, wirklich nur fürs Wachstum, wirklich nur für die Expansion. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gesunder Zugang, um auch dann große Unternehmen zu bauen, die aber trotzdem ein sehr, sag ich mal, nachhaltiges, profitables Rückgrat haben. Und die Unit Economics passt nach wie vor? Ja, ja, absolut. Okay. Ja, das ist wirklich uns sehr wichtig, auch in der DNA verankert. Also auch in einem neuen Markt, konkret jetzt Österreich, den wir launchen, da ist auch wirklich das Ziel, sehr, sehr schnell tatsächlich profitabel zu sein. Okay, großartig. Was macht Soli genau? Also was macht euch aus? Du hast mir gesagt, das ist eigentlich ein Tech-Unternehmen von Selbstverständnis her. Gleichzeitig seid ihr in Solarenergiebereich tätig. Wie passt das alles zusammen? Genau, sind so ein bisschen unterschiedliche Ebenen. Also ich glaube, einerseits, was wir machen, ist, dass wir den gesamten Prozess komplett digitalisieren. Also wenn ein Kunde jetzt zu uns kommt, der will eine Photovoltaikanlage kaufen mit Batteriespeicher, mit Wallbox fürs E-Auto potenziell, dann ist das wirklich ein komplett digitaler Prozess. Konkretes Beispiel, Angebot bei uns dauert 2 Minuten. Früher hat man ein paar Wochen oft gewartet aufs Angebot. Das bei uns ist alles Software unterstützt. Wir schauen gemeinsam mit dem Kunden auf sein Dach, haben die Daten, also die Sonneneinstrahlungsdaten aus den letzten 10 Jahren und können da wirklich auch eine sehr genaue Prognose machen, was die Anlage auch wirklich dann leisten wird. Ich glaube, die Heizmann-Jungs waren vor kurzem bei dir, auch ähnliches Thema, nur anderes Produkt, aber ähnlicher Zugang, würde ich sagen. Und die zweite Ebene und dann vielleicht noch spannender und die Tech-Ebene dann, ist wirklich, dass wir unser eigenes smartes Energiemanagementsystem drüberlegen, das heißt bei uns Soli Brain. Das verbindet all die Assets. Das ist eine Softwarelösung. Eine Softwarelösung mit sogar einem Steuerungssystem tatsächlich. Okay. Also auch eine kleine Hardware, aber dann vor allem Software, dass die wirklich alles smart durchsteuern kann, bietet dir jetzt vor allem den Vorteil der Transparenz. In ein paar Jahren oder ein paar Monaten, würde ich fast sagen, wird es dann auch in Themen gehen wie smarte Steuerung. Wieder komplett konkretes Beispiel. Wenn der Strompreis tagsüber gerade niedrig ist und einen dynamischen Stromtarif dann irgendwann hast, können wir dir zum Beispiel automatisch die Batterie aufladen. Das heißt, wir laden dann die Batterie sehr günstig auf. Wenn gerade zu viel Strom im Netz ist und der Strompreis sogar ins Negative rutscht, dann kriegst du Geld dafür, dass wir dir die Batterie aufladen oder dein E-Auto laden oder deine Wärmepumpe aufladen. Und das geht ohne, dass ich auf irgendeinen Knopf drücken muss? Genau, das wird alles automatisch das Soli Brain durchsteuern über die Grundeinstellungen. Genau. Habt ihr da auch positive Effekte, was die Netzbelastung anbelangt? Weil das habe ich auch in dem Talk davor mit Eologic Spink kennengelernt. Riesenthema. Ja. Wird auch Riesenthema sein in der Zukunft. Ja. Extrem, extrem wichtiges Thema. Netzstabilisierung ist, ja, ich meine, eher eins der ganz großen Themen aktuell. Netze sind überlastet durch auch den unterschiedlichen oder den volatilen Strom. Und da ist eben einerseits für den Endkunden der große Vorteil, er spart sich Geld, die Anlage rentiert sich schneller, aber eben gleichzeitig stabilisieren wir das Netz damit und können halt immer, wenn zu viel Strom im Netz ist, das automatisch unseren Kunden einspeisen in die Batterien. Sogenanntes virtuelles Kraftwerk dann und natürlich je mehr Assets wir schon installiert haben, je mehr Kunden wir haben dann konkret in Österreich, desto mehr können wir dann auch das Netz stabilisieren und das ist ja eins der ganz, ganz, ganz wichtigen Themen. Wie vielen Ländern und in welchen Ländern seid ihr aktuell tätig? Österreich ist das 7. Land. Okay. Soli ist jetzt in 6 Märkten, 5 davon in Europa. Südafrika war dann der erste auch im Auslandsmarkt und Österreich ist jetzt der 7. genau.
Wie viel, also wie gehst du es an eigentlich und wie viel Druck hast du, wie schnell musst du Erfolge hinzaubern? Ja, also wir haben jetzt offiziell gelauncht vor kurzem, haben direkt am nächsten Tag den ersten Deal abgeschlossen. Okay. Also es geht wirklich sofort los. Die erste quasi End-to-End-Lösung verkauft. Genau, die erste End-to-End-Lösung verkauft. War davor natürlich sehr, sehr busy mit Hiring, also Teamaufbau war natürlich eines der wichtigsten Themen am Anfang. Ist dann einfach, ja, das Team ist das Wichtigste und das ist schon mal mein ganz, ganz starker Fokus am Anfang. Aber dann ging es auch sehr schnell, ja, die Operations aufzubauen, Marketing aufzubauen und den Launch vorzubereiten. Und gibt es dann, das war auch so ein Thema, das ich da in dem Kontext ständig gehört habe, gibt es genug Fachkräfte, um das umzusetzen, was ihr habt? Gibt es genug Installateure, Ingenieure und so weiter, die das umsetzen können? Ja, ich meine, der Markt hat sich auch ein bisschen verändert. Also 2022 und um noch dann 2023 ist der Markt wirklich explodiert. Also da war der Ukraine-Krieg, explodierende Gaspreise, steigende Strompreise. Und da war es wirklich so, dass die Nachfrage extrem aufgegangen ist und das Angebot nicht hinterherkommen ist. Das heißt, es war dann wirklich Fachkräftemangel, ist kommt voll durchgeschlagen. Kapazitäten waren dann teilweise nicht da, man hat als Endkunde ewig lang auch gewartet auf seine Anlage. Das hat sich jetzt wieder alles ein bisschen normalisiert, würde ich sagen. Dementsprechend, ich glaube, Fachkräftemangel wird trotzdem ein großes Thema bleiben in dem Bereich, aber es ist jetzt wesentlich entspannter, als es noch vor ein, zwei Jahren war. Und wir sehen aktuell, dass wir innerhalb von 4 Wochen installieren können. Cool. Du hast ja die Skalierungserfahrungen von N26. Wie wirst du das, also welche Learnings nimmst du jetzt für Soli auch mit? Wie wirst du das angehen? Ist das Marketingkampagne auf sozialen Medien? Ist das Google? Ist das Direct Sales? Wie gehst du das an? Ja, also am Anfang ist es sehr stark Performance-Marketing getrieben, Online-Marketing getrieben. Aber was dann schon sehr wichtig ist, und das ist auch eins der Learnings, die ich von N26 mitgenommen habe, ist, dass es wirklich wichtig ist, einen gesamten Marketing-Funnel aufzubauen. Also es hilft dir nichts, wenn du nur in Brand investierst, das wird nicht effizient sein. Es hilft dir aber auch nichts, wenn du nur in Performance investierst, weil irgendwann kommt nichts mehr rein in den Funnel. Und es ist wirklich wichtig, einen sich mal in sich auch stärkeren, kohärenten Funnel zu bauen. Und da sehen wir auch die ganz große Opportunity in Österreich, weil es gibt schon viele auch traditionellere PV-Player im Markt, aber niemand noch mit der Größe, eine wirkliche Brand zu bauen, würde ich sagen. Und da sehen wir uns schon ganz stark in einer guten Position, genau das zu machen. Okay. Und wie schnell soll die Skalierung gehen, auch im Team? Wie viele Leute seid ihr aktuell? Jetzt gerade 6, nächste Woche 8. Also es geht ziemlich dahin. Geht ziemlich dahin, genau. Aber trotzdem, durch dass wir diese Philosophie haben, diese DNA haben, wirklich schneller profitabel zu werden, wird immer ein sehr schlankes Team bleiben. Also es wird sehr schnell in Richtung 20, 25 Leute gehen. Aber dann ist trotzdem auch die Vorsicht da, das Team auch nicht zu schnell zu skalieren, auch wirklich sehr, sehr effizient zu arbeiten. Und ich glaube, das sind auch so ein bisschen die Learnings natürlich, die ich jetzt konkret N26, aber die generell in der Branche, glaube ich, da sind natürlich die vor ein paar Jahren, wie sehr stark in Richtung Hyper-Growth überall ging bei allen Startups, Scale-Ups. Ich glaube, da sind schon noch viele Learnings da, dass man Dinge auch vielleicht langsamer skalieren kann und dafür ein bisschen effizienter. Okay, du sagst ja, nächstes Jahr, glaube ich, hast du gesagt, solltet ihr schon profitabel sein. Ja. Und wenn du sagst, 25 Leute, okay, dann müssen umsatztechnisch schon was passieren. Was kostet so ein Produkt, eine Anlage? Ganz grob im Schnitt so 15.000 Euro ungefähr. Okay. Also da hat sich auch einiges getan. Das war vor ein, zwei Jahren noch wesentlich teurer. Ja. Gibt es Förderungen dafür? Die größte Förderung in Österreich ist, dass es keine Mehrwertsteuer gibt aktuell auf die Anlagen, seit 1. Jänner diesen Jahres. Das hat es auch vereinfacht, ehrlicherweise. Davor musstest du halt Förderungen beantragen, da gab es einen Topf, dann war der wieder leer. Okay. Und jetzt ist es einfach ein bisschen gleichmäßiger und vereinfacht. Genau, aber die Hardware ist wesentlich günstiger geworden. Das hilft halt jetzt schon mal, die Anfangsinvestitionen runterzubringen. Durch eben aber diese smarte Steuerung dahinter schaffen wir halt auch, dass sich die Anlage schneller rechnet und die Amortisationszeit dementsprechend runtergeht. Was ist das Hauptargument im Sales? Ist das quasi Return on Investment oder ist das Klimabeitrag oder was greift? Bei den meisten Kunden ist es schon ein Return on Investment am Ende des Tages und das Klimathema vielleicht ein nettes Thema obendrauf oder ein nettes Goodie obendrauf, würde ich sagen. Aber am Ende des Tages muss es sich finanziell auszahlen für den Kunden. Und da ist schon unser Thema genau mit dieser smarten Steuerung, dass sich unsere Anlagen einfach schneller rechnen, auch zukunftsfit sind. Das ist dann schon eins der Hauptargumente und Hauptthemen auch in den Sales-Gesprächen. Genau. Cool. Soli hat, glaube ich, jetzt unlängst eine größere Finanzierungsrunde aufgenommen. Das heißt, Wachstumskurs ist ausgerufen worden. Bleibt das so?
Ja, auf jeden Fall. Im Dezember war die Runde 30 Millionen, sind ja zwei der größten internationalen Climate-Tech-Fonds reingegangen, also Aktuaren aus Kanada und Fifor aus den USA. Dementsprechend ist die Stoßrichtung schon relativ klar, in die es gehen soll. Aber trotzdem, diese Philosophie vom nachhaltigen Wachstum, profitablen Wachstum, das wird immer Teil der DNA von Soli bleiben. Christian, sehr cool. All the best. Danke dafür und natürlich fürs Hiring und all die Tasks, die auf dich warten. All the very best. Vielen Dank dir. Danke sehr. Danke euch fürs Dabeisein. Das war Christian Strobel, der Market Lead, ehemaliger Market Lead von N26 und der Country Manager von Soli, damit ich es richtig habe. Eine spannende Story, die Energiewende in aller Munde. Wir brauchen das alle gemeinsam und gut, dass es da Player gibt, die mit anpacken. Danke fürs Dabeisein und tschüss. Thank you.